So, ja, nice. Hab jetzt auch einen kleinen Weg dahin gebaut. Ja, passt. Kommen wir jetzt also auch dahin. Die Welt wird immer erreichbarer. Das finde ich ganz gut. Ist vor allem auch eher ein kleiner und dezenter Weg, das mag ich ganz gern. Aber Juwi, der Weg ist doch das Ziel. Nö, da ist das nicht so wichtig. Das ist ja, wie gesagt, jetzt nicht für die Masse gemacht. Nein, in dem Fall ist das Ziel das Ziel. Hier auch noch ein Kiesstück zwischen. Hallo. Warum machst du es dir so kompliziert? Was denn? Ich mache das immer so, dass ich mich an einer Ecke des Baums hocharbeite, also rausschlage und dann mit Erde einfach auffülle und dann einfach wieder runterbastel. Warum? Wenn du dann Macht's auch nicht viel komplizierter. so gleich an die Spitze mitkommst, ich finde das einfach und am praktischsten. So, okay, was machen wir jetzt? Was wir eben anmachen. Holzfällen. Ja, kann man auch machen. Was? Nee, alles gut. Mein Handy macht gerade komische Dinge. Das explodiert so. Nee, das eher nicht. Boah. Das war auch komisch. Das wäre komisch, ja. Außer es ist ein iPhone, dann wäre das normal. Nee, das verbiegt doch nur. War das das iPhone? Ich glaube, das war das iPhone, oder? Das iPhone war das erste Telefon, das man um 360 Grad drehen konnte, um so von seinem eigenen iPhone ein Selfie zu machen. Oder um 180 Grad, oder weiß ich nicht. Das auch mit der Mikrowellen-Charge-Funktion. Ach das, ja. Sollte man mal ausprobieren. Steck dein iPhone in die Mikrowelle, um es wieder aufzuladen. Wer so doof ist und darauf reinfällt, er echt. Der hat's verdient. Ja. Dass er da sein iPhone grillt. Aber es sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die sich auch diese Nacktscanner-Apps früher gekauft haben, weißt du? Keine Ahnung. Gab's Wahrscheinlich. früher mal so als Handywerbung. Im Rambazamba-Sparabo. Genau, lade den Scheiß runter und hast den Nacktscanner. Oh, nie wieder wird jemand seine Klamotten mit in dein Zimmer schmuggeln können, denn du siehst immer, was sie unten drunter tragen. So was Blödes, ey. Ja, sagt Jubi nur, weil er nicht, als ich eingestehen will, dass er auch so ein Ding hatte. Nee, hatte ich nicht. Ja. Versuchen, dich zu retten. Du hast dich schon geoutet. Soll ich eigentlich hier mal so ein Schiff in die Bucht bauen? Wo willst du ein Schiff hinbauen? Direkt hier in der Bucht drin, oder? Ja, so ein etwas kleineres, was hier anlegt. Ich meine, das wird halt trotzdem noch relativ groß im Kannst Verhältnis. machen. Aber so hier direkt richtig rein? Ja, warum nicht? Ja, kann man ja mal versuchen. Also langsam wäre anderes Holz doch wirklich schon mal geil, oder? Also, dass man so ein bisschen Farbakzente setzt, sonst ist hier irgendwie alles so gleich. Gerade bei Booten finde ich das ganz gut. Die halt auch von weiter her kommen, meinst du? Dass sie eben einfach eine andere Farbe vom Holz her haben. Ich glaube, ich mache mich mal auf die Suche nach Holz. Also, versuch mal ein anderes Biom zu kommen, solange du hier bleibst und mir die Koordinaten gibst. Okay, alles klar. Also sollte das ich eigentlich ganz bin gut dafür gehen. verantwortlich, dass sie wieder nach Hause kommt. Idiot. Ja, da verlasse ich mich jetzt mal drauf. Aber ich glaube, das macht halt wirklich Sinn, dass wenn ich jetzt ein Schiff baue, dass das nicht die gleiche Farbe hat. Oder? Was sagst du? Ja, das ist schon okay, weil, wie gesagt, das ist ja so der Punkt einfach. Es ist halt ein Hafen, da sind halt auch Schiffe von außerhalb da. Klar, auch eigene, aber natürlich auch Schiffe von hier Hafen XY, keine Ahnung. Von weit her halt. Natürlich von ganz weit fort ist dann, die natürlich auch ein anderes Holz dann haben. Ja, ich finde das auch gut, das machen wir jetzt so. Mach mich mal kurz hier so ein bisschen bereit für den Weg. Oder heißt ein Platz im Inventar, ja? Ja, genau, und noch eine Axt bauen und sowas. Ach, dieses Erde und grobe Erde Zeug, das riecht mich auf. Kann das nachvollziehen? Ich weiß, was du meinst, ja. Das Richten nervt. oder machen wir das? Das machen wir so.
Den Kram da rein, ein bisschen Eisen, Pupeisen, wobei ich mach mir auch mal eine Diamantaxt hier und so. Da brauchen wir die auch mal. Oh, dekadent. Nein, fuck. Wir haben so viele davon gefarmt, da kann man die auch mal benutzen. Du hast sie gefarmt. Ja, dann erst recht. Ich bin ja dagegen, dass du die nutzt, dass du nutzt, was du gefarmt hast. Das geht so nicht, ne? Kann aber nicht angehen. So, ich bin jetzt hier schon mal beim Innenausbau. Okay, vielleicht gucke ich gleich nochmal ganz kurz vorbei, bevor ich losgehe. Oder sollte ich das noch nicht? Doch, kannst du machen. Kannst du uns deinen Plan gleich mal mitteilen? Ich meine, du bist ja schon das ein oder andere Mal hier dran vorbeigelaufen. Ja, aber auch nur dran vorbei. Ich habe gar nicht so drauf geachtet, vielleicht hat der ein oder andere da schon mal mehr hingeschielt als ich. Falls das hier überhaupt jemand guckt. So, dann gucken wir mal vorbei. Habe ich noch irgendein Glas? Da, ich habe kein Glas da. Haben wir hier irgendwo Kohle rumliegen? Glas haben wir. Habe ich die bei dir mit reingepackt? Ich glaube, du hast hier eine Menge Glas drin, oder? Nee. Ja, aber du hast auf jeden Fall eine Menge Sand, also. Ja, Sand habe ich jetzt gerade reingeschmissen, aber mir fehlt Kohle, mir fehlt Brennmaterial. Da haben wir ganz viel im Lager hin. Hätte ich dir jetzt eigentlich fast mitbringen können, habe ich gerade einsortiert. Ja, gut. Okay, also im Lager ist was. Ja, so, lass mal gucken, uns hier mal kurz um. Da geht's hoch zur Feste. Und dann mit dem Bogen schießen, wahrscheinlich. Ich glaube, du bist gerade oben auf dem Dach, ja? Ja. Ja, das sieht ganz gut aus, gefällt mir. Also, klar, innen fehlt noch ein bisschen was. Ja, klar, innen ist auch noch in Arbeit. Ich muss jetzt erstmal da ein bisschen in den Berg rein mich scharren und so weiter, ne? Ja. Ja, ich hole Kohle und laufe an meinem Haus vorbei, wo ich es eigentlich gerade brauche. So, ich lauf mal los, ne? Alles klar, wir gucken, was wir so finden. Du bist going to an adventure. For trees. Ja. Eigentlich schon doof, aber. Wir hätten einfach, als wir uns die Reise hierher gemacht haben, daran mal denken sollen, dass wir uns ein paar mehr mitnehmen. So Setzlinge und sowas alles. Also, hast du mal geschaut, ob bei mir im Haus Akazien-Setzlinge sind? Nö. Also es ist halt dieses rötliche Holz dann, ne? Ja, geht auch, aber nee, hab ich nicht. Aber bist du nicht gerade da? Wenn ja, guck doch nochmal kurz. Gleich, weißt du noch, wie Falltüren waren? Ja, ich hab's schon rausgefunden, passt. Hätte ich dir sowieso nicht sagen können, so. Wie du gemerkt hast. Ja. Aber es klang sehr sicher, wie du mir nicht geholfen hast. Ja. Also ich bin begeistert. So, ich renne jetzt einfach mal gerade drauf zu. Ich habe keine Ahnung, wohin das uns so treibt. Mal schauen. Wie groß dieses Gebiet eigentlich ist, überhaupt. So, das geht wohl. So, jetzt wird es mal aufgehört zu regnen. Bei dir auch? Weiß ich nicht, ja. Boah, das hört ja gar nicht mehr auf, das ist aber auch ganz hübsch, ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo Yuvi landet, aber er hat Abenteuer vor sich. Ja, mal gucken. Hier sind schon mal Schweine. Schweine hatten wir auch noch nicht. Schweinerei. Vielleicht finde ich ja auch nochmal irgendwie was zum Fressen mal, was man noch anbauen kann. Was gibt es denn eigentlich im normalen Minecraft noch? Eigentlich nur Kartoffeln und Kürbisse, oder? Melonen gibt es noch? Kürbisse, Weizen. Melonen halt? Ja, Melonen, Karotten, glaube ich, oder? Stimmt, Karotten gibt es auch noch. Gab es noch diese Karotte am Stiel und sowas zum Schweinereiten, glaube ich, war das ja oder so. Ja. Hast du recht. Ja gut, Hühnchen halt, Eier dann. Ja gut. Das ist ja eher weniger pflanzlich. Ja, also kann man jetzt sehen, wie man will. Fleisch ist ja eigentlich Gemüsekonzentrat. Ja, das stimmt. Um ein Kilo Fleisch herzustellen, brauchst du 10 Kilo Gemüse oder so. Das ist auch hübsch hier.
Ah, Pilze. Ganz gut. Pilze, weil ich gerade gesehen habe, wir haben da Pilzsuppe im Haus. Ja, lachen. Stimmt, Pilze gibt's Pilze noch. Pilze gibt's auch. Aber die konnte man auch nur unterirdisch anbauen oder so, ne? Oder unter den Bäumen im Schatten. Da gibt's ein Schneebiom, das interessiert uns recht wenig. Oder gibt's auch, ich weiß nicht, was da für Bäume sind. Sind es auch Fichten, oder? Kann sein. Aber eigentlich suche ich eher so ein normales Biom quasi, dass man so dieses Eichen? Ganz normale Eichenholz und sowas mal mitnehmen kann. Das wäre mir mit am liebsten tatsächlich. Aber bisher sehe ich nur diese Bäume, die wir auch haben. Das waren Fichten, ne? Was wir an Bäume haben, sind Fichten, ja. Ja. Eichenscheißbäume. Oh man. Ich brauche mehr davon. Aber noch Zeugs da, passt. Soll ich mal auf Tag stellen? Ja, mach ruhig mal. Fichten, 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 Fichten. Oh, hallo. Riesenhöhle. Ui. Mit Fichten drin? Nee, ohne Fichten, aber... Oh. Ziemlich groß. Aber egal, Höhle interessiert uns gerade nicht. Da sind Hundis. Hundis. Handys? Nein, Hundis. Boah. Nicht, wir brauchen das da. Das ist schon noch eine Fichte, oder? Ja. Sah irgendwie gerade ein bisschen heller aus, als ich die in Erinnerung hatte, aber keine Ahnung. Pressure Plates, die... Meinst du für den Tisch eher eine Pressure Plate oder so ein Half Slab? Eigentlich sehen die Pressure Plates besser aus. Kommt ein bisschen aufs Texturenpack eben doch mit an, ne? Ups, halt, das war falsch. Nee. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Holy moly. So. Alles klar, so, das passt. Schön. Oh Mann. Der Wachstube ist jetzt ein Tisch mit Sitzmöglichkeiten. Okay, cool. Ich glaube, es gibt nichts anderes als Fichten bei uns. Ja. Englischer Server, ne? Gibt's nur Fichten. Echt verrückt irgendwie. So. Kommen wir ja auch schon mal ein bisschen in die Ausrichtung, ja? Noch irgendwo Wolle da. Ja, musste sonst die Schafe scheren. Ja, ich schau grad mal, ob ich noch irgendwo was Rumpflacken hab. Ja. Nein, sieht nicht so aus. Natürlich auch, aber wie gesagt, die Schafe, zumindest sind welche am Leuchtturm und auf dem Berg. Ich will die Schere in die Hand nehmen. Was nehme ich in die Hand? Schaufel. Ja. Die Pferde, wollte ich schon sagen. Die Schafe jetzt übergezogen damit. Dong! Schön auf den Arsch klatschen. Fichten, Fichten. Ding, du. Was ich daran denke, hast du American Horror Story gesehen? Nein, sowas gucke ich nicht. Okay, schade eigentlich. Wird zu gruselig. Ach, das ist nicht so gruselig, da gibt's auch eine schöne Szene. Mag sein. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler, ich nenne keine Namen. Der eine haut der anderen so einen Spaten auf den Kopf, ne? Dann liegt sie erstmal am Boden, der dritte Typ im Bunde sagt so, Alter, was ist los mit dir? Du bist ja total kaputt, ne? Dann ist sie so halb wieder am Aufstehen, so, ne? Und er so, oh, sie zuckt noch, dong, und haut nochmal drauf. Also voll glücklich, so, sie zuckt noch, dong, kriegt sie halt nochmal eins mit. Auch schön. Mega lustig. Ich weiß nur, dass Emma Roberts damit spielt und ich den deswegen eigentlich mal gucken müsste, also die Serie meine ich damit. Wer ist das? Ich weiß nicht, welchen Charakter die da in der Serie spielt. Ich weiß nur, dass sie da mitspielt halt.
Wie sieht die aus? Wie eine Frau? Ja, unter anderem. Hat einen Kopf, hat Haare drauf, zwei Augen. Ha, die! Ja, die ist dabei. Ach Gott, ich finde einfach kein anderes Holz. Schon aus Frust Schafe. Anderes Holz, anderes Holz.